Beefs Marienknödel aus Kartoffelteig. Benötigte Zutaten für ca. 10 Knödel: 10 Stück Marillen, 10 Stück Würfelzucker, 2 Eidotter, Vanillezucker, etwas Salz und griffiges Mehl, sowie für die gerösteten Bröseln, Butter oder Margarine und etwas brauner Zucker. 1 Kilo mehlige Kartoffeln werden in der Schale mit reichlich Wasser gekocht. Bei den Marillen wird der Kern entfernt, ohne die Marille ganz durchzuschneiden. Es kann natürlich auch anderes Obst verwendet werden, wie zum Beispiel Zwetschgen oder Kirschen. Statt dem Kern wird ein Würfel Zucker eingesetzt. Während die Kartoffeln kochen, rösten wir die Bröseln. Dazu lassen wir Butter oder Margarine zergehen. Wenn die Margarine bzw. Butter zerlassen ist, geben wir im Verhältnis 1:1 Bröseln dazu. Vorsichtig werden die Bröseln jetzt geröstet. Die noch heißen geschälten Kartoffeln werden durch die Kartoffelpresse durchgedrückt. Die Kartoffeln werden jetzt in zwei Teile geteilt. Das Verhältnis griffiges Mehl zu Kartoffeln ist 2 Teile Kartoffeln, 1 Teil Mehl. Dann verwenden wir 2 Eidotter. Eine Prise Salz und ein Säckchen Vanillezucker. Alles wird jetzt rasch zu einem kompakten Teig zusammengeknetet. Den fertig gekneteten Teig formen wir zu einer Rolle und rollen diesen noch einmal durch griffiges Mehl. Jetzt teilen wir den Teig in 10 gleich große Stücke. Der Teig wird flach gedrückt. In den flach gedrückten Teig geben wir die Marille und ummanteln diese gut mit dem Kartoffelteig. Dann drücken wir die offenen Stellen gut zusammen, rollen ihn und wälzen ihn danach noch einmal im Mehl. Vor dem Kochen wälzeln wir alle Knödel noch einmal durch das Mehl. Die Knödel werden jetzt in kochende Wasser eingelegt. Wenn alle Knödel im Wasser sind, rühren wir einmal vorsichtig um. Während die Knödel 8 bis 10 Minuten langsam dahin köcheln, kommt zu
den überkühlten Bröseln der Zucker. Jetzt können wir die Knödel schon anrichten. Dazu nehmen wir die Knödel mit einem Seichschöpfer aus dem Wasser und wälzen sie in unseren gerösteten Bröseln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, liked es und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen! Thank you.